Kabul wirkt erschöpft und am Joch der Taliban. Die afghanische Hauptstadt scheint wieder völlig abgeschottet. Müde vom Hoffen auf den Frieden beugen sich die Afghanen ihrem Alltag. Alles ist anders als bei unserem letzten Besuch im Herbst. Alles sieht befremdlich normal aus. Auch diese Taliban, die unbewaffnet durch die Straßen spazieren. Wir tragen unsere Waffen nur bei uns, wenn wir arbeiten. Früher gab es viele Probleme, da hatten wir sie immer dabei. Aber jetzt gibt es keine mehr. Alles ist in Ordnung. Wir führen sie also nicht mehr ständig mit uns. In Wahrheit ist gar nichts in Ordnung. In einem Vorort von Kabul haben wir unsere erste Begegnung mit dem bewaffneten Widerstand. Ein Kommandant der Nationalen Widerstandsfront ist bereit, mit uns zu sprechen. Der Familienvater schloss sich schon sehr früh dem Widerstand an. Aus Sicherheitsgründen nennen wir ihn nur den Kommandanten. Ich bin Kommandant eines Widerstandslagers. Mir unterstehen 50 bis 60 Männer. Ich erkläre ihnen, wie man Krieg führt und bilde sie aus. Dafür pendelt der Kommandant zwischen dem Panjshir-Tal, der Hochburg des Widerstands, und Kabul. Meine Aufgabe ist es, in Kabul aktive Zellen aufzubauen. Denn wenn der Widerstand zur Befreiung Kabuls aus dem Panjshir kommt, dann müssen alle bereit sein, die Waffen zu ergreifen. Bei diesen Versammlungen achten wir darauf, nicht zu viele zu sein. Höchstens 30 bis 50 Leute. Alles läuft sehr diskret ab. Die Taliban dürfen nicht merken, was los ist. Er möchte uns zu diesen Geheimtreffen nicht mitnehmen und rät uns davon ab, ins Panjshir-Tal zu reisen. Doch genau dort verschanzt sich wohl der bewaffnete Widerstand. In dieser Rebellenprovinz, 2 Fahrtstunden nördlich von Kabul. Wo fährst du hin? Nach Kabul. Mit Gottes Hilfe ist das Tal jetzt gesichert. Es war wirklich gefährlich. Aber jetzt ist es das nicht mehr. Wir haben das ganze Gebiet gesichert. Trotzdem kommt es manchmal noch zu Kämpfen. Allerdings woanders, da oben, weiter im Tal. Unsere Spezialeinheiten haben dort vor einiger Zeit Waffenlager gefunden. Nur eine einzige lange Straße führt durch das Panjshir-Tal. Sie schlängelt sich am Fluss entlang und durchquert die Provinz über 100 Kilometer von Norden nach Süden. Seit ihrer Großoffensive gegen den Widerstand im September 2021 kontrollieren die Taliban dieses Gebiet. Der Widerstand soll sich in die gefährlichen und unzugänglichen Berge zurückgezogen haben. Sowjetische Panzerwracks erinnern an den Sieg des Widerstands im Panjshir-Tal über den russischen Aggressor Ende der 80er Jahre. Seit letztem Herbst gibt es noch weitere unübersehbare Kampfspuren. Als die Taliban vor 5 Monaten in das Tal einfielen, schossen sie auf diese Autos. Wohl eine Fehleinschätzung, heißt es hier. Denn in diesen Autos saßen gar keine Widerstandskämpfer. Nun kontrollieren die Taliban das Tal und schneiden den Kämpfern die Wege ab und behindern so ihren Waffentransport. Er sagt, dass sie bei einer Kontrolle in den Bergen auf Waffenlager gestoßen sind. Als sie zurück waren, waren sie so froh, dass sie noch eine Weile an diesem Checkpoint blieben und Schüsse in die Berge abfeuerten, um das zu feiern. In der Hauptstadt Basarak müssen wir uns bei den Taliban-Behörden melden. Der Gouverneur empfängt uns in seinem Hauptquartier. Molvi Quadratullah behauptet, beim Aufbau des Islamischen Emirats in den 10 letzten Jahren eine große Rolle gespielt und Militärangriffe kommandiert zu haben.
Er erzählt uns seine Sicht der Dinge. Als das Islamische Emirat das Panjshir-Tal eroberte, war ich der Kommandant. Ich bin der erste Taliban, der das Panjshir-Tal betrat. Bis jetzt hat der Widerstand noch nicht gekämpft. Uns ist jedenfalls nichts Gegenteiliges bekannt. Es gibt keine Lager, die auf ihre Existenz hindeuten. Auf unserer Seite gab es keine Verletzten. Sie sind uns nie entgegengetreten. Das existiert alles nur im Internet, auf Facebook und in den sozialen Netzwerken. Aber hier gibt es keine Widerstandskämpfer. Zum Beweis dafür befiehlt er seinen Truppen, uns zu einer Kontrolle einige Kilometer weiter mitzunehmen. Wir machen eine Kontrolle in der Nähe des Grabs von Kommandant Massoud. Das ist ein strategischer Ort für Kriminelle, die es auf uns abgesehen haben. Park das Auto quer auf der Straße, da müssen die Leute anhalten. Nun los! Dieses Gebiet gilt als Drehscheibe für Schmuggler und Regimegegner. Doch ausgerechnet eine Routinekontrolle läuft fast aus dem Ruder. Ein Taliban-Soldat hat ein Auto mit Frauen an Bord durchsucht, obwohl das Islamische Emirat das eigentlich verbietet. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Die Taliban prügeln sich fast vor uns. Hören Sie auf zu filmen. Die Lage entspannt sich wieder. Im Hauptquartier der Polizei treffen wir erneut den Einsatzleiter. Das Verteidigungsministerium hat uns Soldaten ins Panjshir-Tal geschickt. An die 5.000 bis 6.000 Mann. Und das Innenministerium stellt etwa 700 Polizisten. Die Zahl variiert. All diese Männer sind entsprechend ausgerüstet. Das reicht, um die Bevölkerung zu schützen. Mehr Leute brauchen wir gerade nicht. Wir könnten eher noch reduzieren. Es gibt keine Probleme, deshalb brauchen wir auch keine Verstärkung. Im Panjshir-Tal sehen sich offensichtlich viele als Widerstandskämpfer, auch die Unbewaffneten. In diesen Bergen und Dörfern unterwirft man sich nicht und man hält der Familie Massoud die Treue. Der Kommandant Ahmad Shah Massoud siegte 1989 über die Sowjets und kämpfte in den 90er Jahren gegen die ersten Taliban. Er ist hier ein Nationalheld. Sein nicht minder angesehener Sohn Ahmad ist sein Nachfolger. Doch als die Taliban zurückkehrten, musste er das Tal verlassen. Nun kämpft er aus dem Ausland weiter. In diesem Dorf erklären uns die Alten, dass es in den Bergen sehr wohl Widerstandskämpfer gab, bevor der Schnee kam. Das gibt ihnen Hoffnung. Wir sind wirklich enttäuscht. Und ich weiß nicht, was uns noch erwartet. Wir haben keine Waffen, keine Kalaschnikows und keine Munition. Aber ohne können wir nicht kämpfen.
Seit 44 Jahren bin ich Mujahedin, ein Kämpfer. Seit Kommandant Massouds Zeit bis heute. Aber die Lage ist mittlerweile so gefährlich, dass man das besser nicht erwähnt. Man kann nichts sagen, ohne dass es zwei oder drei Tage später jemand den Taliban weitersagt. Es gibt hier sehr viele Spione. Wenn die Sowjets damals im Gebirge eine Ziege töteten und der Besitzer sich darüber beschwerte, dann entschädigten die Russen ihn mit Geld oder gaben ihm eine Schaufel oder einen Rechen. Aber den Taliban heute ist das völlig egal. Sie geben nichts. Vor 20 Tagen kam es in den Bergen zu Kämpfen zwischen den Taliban und dem Widerstand. Die Taliban hatten angegriffen, mehrere Taliban starben und der Widerstand schoss zwei oder drei ihrer Hubschrauber ab. Dann wurde es wieder ruhig. In Wirklichkeit streiften die Schüsse die Helikopter nur. Doch Helden halten ihre Hoffnung aufrecht. Geschützt vor indiskreten Blicken will uns jeder seine Geschichte erzählen. Dieser junge Mann bleibt auch lieber anonym. Die Taliban töteten 7 Familienmitglieder von mir. Sie hatten schreckliche Angst und wollten fliehen, aber die Taliban schossen auf sie und trafen sie mit mehreren Kugeln. Und sogar mitten in den Kopf. Der explodierte. Sie hatten nichts Böses getan. Die Widerstandskämpfer halten sich jetzt von den Dörfern fern, damit die Bewohner nicht umkommen. Unsere Anwesenheit könnte die Taliban auf die Dorfbewohner aufmerksam machen. Wir brechen deshalb schnell wieder auf. Damit beginnt unsere Suche nach den Mujahedin, den Kämpfern im Panjshir-Tal, mit denen wir Kontakt aufnehmen wollen. Sie verstecken sich irgendwo in diesen Bergen. In der Nacht sollen wir sie treffen, abseits der Dörfer in der Nähe des Flusses. Unser Kontaktmann ist gleich da. Er hat uns gesehen. Bitte Scheinwerfer aus. Wir bleiben im Auto und warten auf ihn. Da kommt er schon. Einige Minuten später erklimmen wir mühsam die holprigen Bergpfade. Nur eine kleine Taschenlampe und der Mondschein weisen uns den Weg. Oben im Lager empfangen uns stolz mehrere Dutzend Mujahedin. Wir sind die ersten Journalisten aus dem Westen seit der Besetzung des Panjshir-Tals durch die Taliban. Sie sind stolz über das Interesse an ihnen. Wir haben dieses Lager zur Kampfausbildung errichtet, aber auch zur Kriegsführung. Wir müssen die Leute zum Kampf ausbilden, aber wenn sie dann nicht auch Krieg führen, bringt das nichts. Unser Volk ist kriegsmüde, aber die Lage hat sich geändert und zwingt uns zu kämpfen. Die Bevölkerung ist angriffsbereit. Sie wartet nur auf unser Kommando. Sie will das Panjshir-Tal von den Taliban befreien. Jeder, der sich uns anschließen will, lernt hier, wie man kämpft und erhält von uns Waffen, außer die Minderjährigen. Früher rekrutierten wir erst ab 22 Jahren, aber jetzt bilden wir sie bereits ab 18 für den Krieg aus. Unter diesen Kämpfern sind junge Männer aus der ganzen Provinz, aber auch ehemalige Mujahedin, Weggefährten von Kommandant Massoud,
Soldaten aus Spezialeinheiten sowie Beamte. Danke, dass ihr hier seid. Ihr seid wie ein Sprachrohr in die Welt für die notleidenden Menschen hier. Seit Ausbruch des Krieges unterhalten wir 22 Lager mit aktiven Widerstandskämpfern. Die hat alle Kommandant Massoud gegründet und das wurde so belassen. Sie sind einsatzbereit und aktiv. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Logistik, die Ausrüstung und die technischen Aspekte, bevor wir eine Vergrößerung erwägen, also neue Kampftruppen gründen oder mehr Kämpfer rekrutieren. Als das Regime fiel, schnappten sich die Taliban die von den Soldaten und Polizisten zurückgelassenen Waffen. Wir haben also keine andere Möglichkeit, als zu kämpfen und eine Guerilla zu führen, bis wir unseren Gegner empfindlich treffen, ihn zu einer Einigung zwingen und uns unsere Provinzen zurückholen können. Nach all diesen Kriegsjahren gehört der Tod zu unserem Leben. Wir haben nun mal keine Wahl. Wir müssen unser Volk und unser Land verteidigen. Bevor wir in der Nacht das Lager verlassen, erzählen uns die Anführer von den erneut drohenden Frühlingsoffensiven und dass es bereits Angriffe gab. Sie werden wohl lange kämpfen müssen und mehr Waffen brauchen, um das Panjshir-Tal zurückzuerobern. Um zu verstehen, wie die Opposition organisiert ist, müssen wir den Oberbefehlshaber treffen, den Anführer Ahmad Massoud und seine Unterstützer. Um mit ihm in Kontakt zu treten, reisen wir nach Duschanbe, die Hauptstadt von Tadschikistan. Die kleine Republik liegt im Nordosten von Afghanistan. Die Regierung dort bietet dem Widerstand gerne einen Zufluchtsort. Auch ein Gespräch mit dem afghanischen Botschafter darf nicht fehlen. Er kämpfte an der Seite von Kommandant Massoud. Entgegen den Regeln der Diplomatie zeigt er ganz offen, auf welche Seite er steht. Auch auf die Gefahr hin, den Taliban-Führern zu missfallen. Wir haben mit Kommandant Massoud zusammengearbeitet. Und jetzt unterstützen die meisten von uns seinen Sohn, Ahmad Massoud. Wir werden gegen die Taliban Widerstand leisten. Vor 20 Jahren war das Panjshir-Tal ein Kampfgebiet mit Militärlagern. Das hat sich geändert und es ist seitdem zu einer friedlichen Provinz geworden. Ahmad Massoud ist von vielen ehemaligen Weggefährten seines Vaters umgeben. Einer von ihnen wurde gerade zur Verstärkung gerufen und zum Truppenführer für den gesamten Widerstand ernannt. Er hat eine strategische Aufgabe. Für die Oppositionsbewegung gegen die Taliban eine entscheidende Etappe. Ein Wendepunkt zur Strukturierung der Guerilla. Wir organisieren gerade die Zusammenführung der Soldaten der Spezialeinheiten mit den Kämpfern von der Nationalen Widerstandsfront, die eine Guerilla gegen die Taliban führen. Das ist unerlässlich. Sie wissen vielleicht, dass es die Soldaten leider auseinandertrieb, als das Regime fiel. Sie flohen in den Iran und nach Pakistan. Nun kommen sie zurück nach Afghanistan. Wir werden sie also alle vereinen und zu uns stoßende Kämpfer und Freiwillige besser ausbilden. Er versichert uns, dass seine Soldaten über mehrere Ausbildungslager in ganz Afghanistan verfügen. An allen Fronten leisten sie Widerstand gegen die Taliban. Auch in den sozialen Netzwerken. Die von den Kämpfern geposteten Videos sollen die Moral fördern und geben Hoffnung von Tal zu Tal.
Ahmad Massoud selbst zeigt sich in den Netzwerken nie. Seitdem er letzten Herbst aus dem Panjshir-Tal floh, hat er kein Interview mehr gegeben. Doch für uns macht er eine Ausnahme. Wir sprechen mit ihm unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, irgendwo in Zentralasien. Denn der Anführer des Widerstands ist natürlich die Zielscheibe für die Taliban und andere Terrorgruppen. Daher filmen wir nur in diesem Raum. Wir führen das Interview auf Englisch. Massoud ist Absolvent einer renommierten Londoner Universität. Wir erhalten keine Unterstützung von anderen Ländern. Wir sind eine aufrichtige Gruppe, die von der Hilfsbereitschaft des afghanischen Volks lebt. Wir versuchen, Widerstand zu leisten und für Freiheit und Demokratie in unserem Land zu kämpfen. Aus all diesen Gründen sind unsere Mittel begrenzt und folglich auch die Anzahl der Kämpfer, die wir bei uns aufnehmen können. Aber ich versichere Ihnen, dass es uns an kampfwilligen Kandidaten keineswegs mangelt. Der Widerstandsführer verhehlt nicht, wie schwer der Kampf wohl noch wird. Die Afghanen sind die größten Kriegsopfer der letzten Jahrzehnte. Warum war der Kampf gegen den Terror bis zur Einnahme von Kabul durch die Taliban am 15. August also so wichtig und danach nicht mehr? Das verstehen die Afghanen nicht. Deshalb fühlen sie sich alleingelassen und sogar verraten. Daher kämpfen wir gegen den Terrorismus allgemein, nicht nur gegen die Taliban. Es ist sehr wichtig, dass die Welt auch zu ihrer eigenen Sicherheit Druck auf die Taliban ausübt, damit sie endlich bereit sind, offener zu werden und zu respektieren, dass das afghanische Volk ein Recht hat, selbst über seine Zukunft zu entscheiden. Und dafür gibt es auch ein Instrument, nämlich die Wahlen. Ahmad Massoud wirkt sehr allein an diesem Tag. Als wir uns nach seinem Befinden erkundigen, bleibt er zurückhaltend. Nach dem Sturz von Kabul ist so viel passiert. Wir stehen in Kontakt mit der Bevölkerung und versuchen, ihr Leid zu lindern. Und zu meiner eigenen Sicherheit bleibe ich nie an einem Ort. Ich arbeite Tag und Nacht. Mein Leben wurde völlig auf den Kopf gestellt. Aber man lernt damit umzugehen. Bevor die Rückkehr der Taliban Ahmad Massoud aus dem Panjshir-Tal vertrieb, besuchte er noch einmal das Grab seines Vaters, Kommandant Ahmad Shah. Hoch ragt es in den Himmel, umringt von den Bergen. Seltsam, dass ausgerechnet die Taliban das Mausoleum ihres einstigen Feindes bewachen. Wir verlassen das Panjshir-Tal wieder, tief berührt von diesem Tal der fünf Löwen, dem Reich der Extreme, wo der Kampf die erste Bürgerpflicht ist. Und der Widerstand Ehrensache.